Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lernen wir, wie man den Akkusativ oder den Dativ anhand des Verbes im Satz erkennt. Beispiele für Akkusativverben sind nehmen, trinken, essen, möchten, wollen, besuchen, anrufen, fragen, suchen, wecken, einladen, hören, lieben, mögen, haben, aufräumen, finden und ähnliche. Ich habe dabei eine Gesetzmäßigkeit entdeckt, und zwar, dass das alles Verben sind, die eine Sache verändern, bewegen oder mit den Sinnen wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn ich die Großmutter besuche, verändert sie sich von einer Großmutter ohne Besuch in eine Großmutter mit Besuch. Wenn ich einen Apfel esse, dann ist der Apfel danach weg. Wenn ich etwas suche, nehme ich es mit den Sinnen wahr. Beispiele für Sätze mit dem Akkusativ sind: Ich nehme den roten Pullover, das heißt, ich bewege ihn. Ich trinke den Kaffee, das heißt, der Kaffee ist danach weg, er ist verändert. Ich sehe den Film, ich nehme ihn mit den Sinnen wahr. Oder ich suche den Kugelschreiber, da nehme ich ihn noch nicht mit den Sinnen wahr, aber ich möchte ihn gern mit den Sinnen wahrnehmen. Beispiele für Dativverben sind helfen, gefallen, gehören, antworten, passen, gratulieren, schmecken, stehen, danken, vertrauen, schaden, fehlen. Da gibt es auch eine Gesetzmäßigkeit, und die ist Verben, mit denen man direkt oder indirekt eine Sache weitergibt. Das heißt, wenn ich jemandem helfe, dann gebe ich die Hilfe weiter. Wenn ich jemandem gratuliere, gebe ich die Gratulation weiter. Wenn etwas jemandem gehört, bezieht man sich auf das Eigentum. Wenn jemandem fehlt, bezieht man sich auf den Abschiedsschmerz. Beispiele sind: Ich fehle meiner Großmutter. Der Tourist dankt dem Reiseführer. Er gibt also den Dank weiter. Der Enkel hilft dem Großvater, er gibt also die Hilfe weiter. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen, den richtigen Kasus anhand des Verbes im Satz auszuwählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.